Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe hier zwei neue, sehr interessante Rollen. Die werdet ihr schon in dem ein oder anderen Video von mir gesehen haben. Und zwar haben wir hier einmal die Polo Silverfeather Elite in der 60er Version. Und hier haben wir die Polo Mietz auch in der 60er Version. Das ist die Rolle mit dem DC-Bremssystem. Sehr interessante Rolle. Jetzt wollen wir uns beide Rollen kurz anschauen. Ich zeige euch, worin die Rollen sich unterscheiden. Und dann wird es einen Teil 2 geben, wo ich beide Rollen gegeneinander antreten lasse, um zu schauen, welche Rolle die bessere ist. Ich habe beide Rollen schon gefischt. Beide Rollen sind mega, lassen sich super fischen. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, welche Rolle die bessere von beiden ist. Ich werde dazu ans Wasser gehen und beide Rollen side by side fischen, um dort eine richtige Aussage machen zu können. Schauen wir uns mal die Silverfeather Elite an. Sehr schöne Rolle, wirklich schön verarbeitet. Die ist wirklich perfekt verarbeitet. Wir finden hier keine Spaltmaße. Mega schönes Teil, wirklich. Die Rolle liegt sehr schön in der Hand. Kurbelt sich ganz smooth. Der Startrack hat Klicker. Die Bremse hat auch Klicker. Wir haben schöne, angenehme, gummierte Knobs. Fühlen sich wirklich gut an. Minimalstes Spiel. Alles normal. Das Handle oder die Achse hat minimal seitliches Spiel, ist aber auch ganz normal. Wir haben hier ein Aluminium-Handle. Tension-Knopf hat Klicker. Die Thumbbar rastet schön ein. Die Magnetbremse lässt sich schön verstellen. Alles schön leichtgängig. Hier haben wir die Schnurführung. Sehr wenig Spiel. Sieht alles sehr gut aus. Auf jeden Fall eine sehr schöne Rolle. Wiegen wir die Rolle mal. 139, 140 Gramm. Ja, zwischen 139 und 40 Gramm. Jetzt wiegen wir mal die Mietz. Die wiegt 145. 146 Gramm. Die ist etwas schwerer, aber wir werden uns gleich anschauen, warum die mehr wiegt. Öffnen wir mal die Sideplate. Dazu legt man diesen Hebel hier um. Dann kann man die Sideplate einfach abziehen. Die Spule rausnehmen. Ja, wir haben hier eine leichte Shallow Spool. Sieht ganz gut aus. Hier ist das Lager. Hier ist auf jeden Fall nicht zu viel Fett drin. Ich habe die Rolle out of the box gefischt und hat sich wirklich sehr gut fischen lassen. Ich habe sie auch im Salzwasser gefischt. Und wie es aussieht, hat das der Rolle absolut nichts ausgemacht.
Ich würde sie aber nicht gezielt fürs Salzwasser empfehlen. Wenn wir an diesem Rädchen hier drehen, wandern die Magnete näher zur Spule und erhöhen somit die Bremskraft. Die Magnete wandern dann in die Spule hinein und bremsen an diesem Durchmesser. Hier kann man nicht wie bei anderen Rollen Magnete entfernen, um die Magnetbremskraft etwas zu verringern. Braucht man bei dieser Rolle aber auch nicht. Die ist wirklich sehr gut abgestimmt und das Bremssystem funktioniert einwandfrei. Was ich schade finde, ist, man muss hier das komplette Magnetbremssystem entfernen, um an das Lager zu kommen. Das finde ich ein bisschen schlecht gelöst. Bei anderen Rollen kommt man teilweise viel besser an das Lager ran. So, wiegen wir mal die Spule. Die Spule wiegt 4,79 Gramm. Ist also wirklich sehr leicht. Sehr gut für leichte Köder geeignet. Top. Auf jeden Fall eine mega Rolle, Freunde. Hier gibt es nichts zu bemängeln. Perfekt verarbeitet, liegt super in der Hand. Läuft wirklich sehr schön und performt am Wasser sehr gut. Schauen wir uns mal die Mietz an. Im Endeffekt ist es die gleiche Rolle wie die Silver Feather Elite. Die Rolle hat wirklich die gleichen Abmaße. Ist wirklich genau gleich groß. Gleichen Rahmen. Gleiche Sternbremse, nur in einer anderen Farbe. Das Handle ist gleich. Hier haben wir noch den Aufdruck Mietz. Die Spool Tension ist in einer anderen Optik. Die Thumbbar ist genau gleich. Der einzige Unterschied ist die Sideplate und die Spule. Draglicker hört sich fast identisch an. Thumbbar rastet super ein. Die Mietz kurbelt sich meiner Meinung nach sogar etwas smoother wie die Silver Feather Elite. Hört ihr das? Seht ihr die Lichter hier? Das ist das DC-Bremssystem und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist die Sideplate und hier sehen wir schon, die ist hier viel massiver wie bei der Silver Feather. Hier ist ein Chip eingebaut, welcher die Rolle selber abbremst. Je nachdem, wie schnell die Rolle dreht, greift das Bremssystem mehr oder weniger ein. Das Bremssystem funktioniert immer noch über einen Magneten, welcher aber von diesem DC-Bremssystem angesteuert wird. Sehr interessant. Soweit ich weiß, gibt es von den hiesigen Marken noch keine BFS-Rolle, welche ein DC-Bremssystem verbaut hat. Und ich finde es echt bemerkenswert, dass Polo hier eine der ersten BFS-Rollen mit DC-Bremssystem auf den Markt gebracht hat. Die Rollen werden nicht von Polo gebaut, sondern von DMK. Das ist ein chinesischer Rollenhersteller, welcher wirklich sehr hochwertige Rollen macht. Das Lager ist auch wieder komplett unter dem Bremssystem verbaut. Das heißt, wir müssen das komplette Bremssystem hier entfernen, um an das Lager zu kommen. Wieder ein Nachteil, finde ich. Ja, hier haben wir die Spule der Mietz. Die wiegt schon etwas mehr wie die Spule der Silver Feather Elite. Hier ist noch ein dickerer Ring verbaut. Der gehört hier zum DC-Bremssystem. Wiegen wir die Spule mal.
Spule wiegt 9,6 Gramm. Die Spule wiegt ca. 5 Gramm mehr wie die Spule der Silberfeder Elite. Beide Rollen sind aber für einen Ködergewichtsbereich von 1 bis 15 Gramm angegeben. Im nächsten Video werde ich beide Rollen gegeneinander antreten lassen. Ich denke, man wird sie auf jeden Fall miteinander vergleichen können, weil beide ein angegebenes Ködergewicht von 1 bis 15 Gramm haben. Ich habe beide Rollen schon mehrfach gefischt, kann aber jetzt wirklich noch nicht sagen, welche ich besser finde. Ich werde das im nächsten Video in einem 1:1 Vergleich herausfinden, wo ich beide Rollen side by side am Wasser fischen werde. Also Freunde, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.